Oh ja. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Diese-Freunde. Ja, es ist soweit. Es ist Dienstag. Ich nehme mir mal noch kurz ein Schlückchen Kaffee. Es ist Dienstag, Dienstag früh. Ich habe schon vorgeladen. Wir haben es, ganz kurz gucken, ja, knapp vor 9. Ich muss auch gleich los. Also ewig labern können wir nicht. Ihr seht es auch am Kontostand. 434 Euro. Ist schon eng. Aber, also ein wenig eng, wer das jetzt nicht verstanden hat. Aber ich habe eine Tour mit Fisch runter nach Bern. Das ist eine Tagestour. Kann man schön die A7 und A5 nachher runter cruisen. Ja, alles gut. Ist gestern soweit auch alles gut gegangen. Ich habe die Felgen gefunden, die mir der Björn Andersen hier gelassen hat. An dieser Stelle schönen Dank. Sah noch ordentlich mistig aus. Er hat sie zwar schon ein bisschen sauer gemacht, aber Bremsstaub und so weiter, das hat aber alles gesagt. Deswegen konnte ich sie auch so günstig kriegen. Und habe mich dann mal gestern noch mit einem Poliergerät rangesetzt. Ich habe eine geschafft, einigermaßen wieder innerhalb von 1,5 Stunden. Einigermaßen, ja, da muss man nochmal richtig drüber gehen, im vernünftigen Zustand zu bringen. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, Kumpel angerufen, sagt, pass auf, schick dir Fotos rüber. Eine habe ich hingekriegt, muss ein bisschen Arbeitszeit reinstecken. Gib mir 500 Euro obendrauf und dann ist das in Ordnung, dann kannst du die haben. Und das hat er dann auch gemacht, war sehr zufrieden mit. Und ja, die holt er sich dann im Laufe der Woche hier ab. Und ich meinte dann, vielleicht mache ich am Abend nochmal eine. Und dann hatte ich mich da nochmal ein bisschen rangesetzt, habe ihm nochmal eine gemacht. Einfach um diese 500 Euro so eine gewisse Werthaltigkeit auch für ihn zu haben, dass er ein bisschen Zeit spart. Ja, aber man kriegt sie wieder hin einigermaßen und ich denke, es ist auch ein Schnapperle, wenn man das machen kann. Also es sind schöne Felgen, auf jeden Fall. Also Björn Andersen, danke nochmal dafür, hatte ich zwar gerade schon gesagt, aber ich denke, das ist in Ordnung. War auf jeden Fall ein ganz guter Deal für mich, habe nochmal 500 Euro dran verdient und damit hatte ich. Naja, so um die, was hatte ich denn dann zusammen? Noch ein bisschen was zusammengekratzt. Also ich kam so auf 4,8. Bisschen was hat mir dafür, dass er eine Woche jetzt die Julia nehmen kann. Die ist jetzt also nicht hier, die ist schon weg. Hatte mir Laubi noch erlassen, sodass jetzt am Ende des Tages halt noch die 434 Euro übergeblieben sind, weil der Rest war ja für ein Laubi dann über 4000 Euro. Und ja, und ansonsten habe ich mein Schätzelein schon vorbereitet, vorbeladen, das ist schon eingeräumt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, das Babele jetzt gleich anzulassen mit euch und dann einfach mal die Kilometer halt runterzureißen. Wir haben 18 Tonnen hinten drauf, sind jetzt also nicht mega schwer, es wird eine entspannte Tour. Vollgetankt ist er auch, das bisschen Geld hatte ich noch und also das ist jetzt auch schon von den 434 vorher runtergegangen, sodass wir jetzt also bei, naja, einer knappen Ladung sind. Ich brauche auch das Geld, was ich da heute für bekomme, denn sonst kriege ich wieder Ärger mit der Bank. Ist eine ganz gute Ladung, so 1,72 kriege ich dafür pro Kilometer und können da 1000 Euro verdienen. Ja, ist jetzt nicht sehr weit, also es müsste eigentlich auf jeden Fall heute machbar sein. 9 Stunden innerhalb einer normalen Fahrzeit. Und ja, ansonsten, was wurde gemacht am Schätzelein? Ich würde mal sagen, das gucken wir uns mal an. Ich mache es jetzt nicht so mega ewig spannend, aber wir drehen uns mal rum. Wartet mal, ich setze mich mal hier woanders hin. So. So. Upsala. So. Ja, da steht er. Da steht er. Mal ein kleines Foto machen. Ja, ihr seht, er hat sich ein bisschen verändert. Also im Grunde genommen, der Trailer ist insgesamt grau geblieben. Was man jetzt halt im Sonnenschein nicht sieht, ist vorne dieses sehr aufwendige triangulare Design, was sich dann verschwimmt hinten im Trailer. Unten die Bleche, die habe ich so gelassen.
Reifen waren eigentlich auch noch soweit ganz gut. Hinten ist dann das Transart Firmenlogo und Diesel Passion Logo draufgekommen. Und was man halt vorne in der Zugmaschine sieht, das sieht er jetzt noch nicht ganz so. Das ist halt, ich habe diesen Kasseler Löwen. Den habe ich schematisiert und habe einfach ein bisschen aggressiver dargestellt, weil dieser normale Löwe vom Wappen, der hat mir dann nachher nicht mehr gefallen. Außerdem ist das Logo, was ja was hinten ist, also in diesem typischen Scania-Logo quasi eingefasst, Nordhessen mit der Fulda, das ist jetzt von vorne nach hinten gewandert. Dafür Transart ein bisschen weiter nach vorn. Und so dass ich genügend Platz hatte, aber wir gehen vielleicht mal vor, ein bisschen. So. So dass ich genügend Platz hatte, diesen Löwen schematisiert auf das Führerhaus mit drauf zu bringen. Ich habe ihm jetzt auch den Spitznamen Lionheart gegeben, damit das ein bisschen klarer wird, weil sonst sagen alle: Ey, Löwe, das ist doch MAN. Fährst du etwa ein MAN mit V8? Ja, es gab natürlich mal früher MAN mit V8, aber ich fand, der Kasseler Löwe, der hat mal ein bisschen mehr Power gebraucht, beziehungsweise der hessische Löwe, Kasseler Löwe, so ein Blödsinn. Der hessische Löwe hat einfach ein bisschen mehr Power gebraucht und deswegen habe ich ihn so mal etwas schematischer dargestellt in diesem Design. Was sich dann, vielleicht sieht man es jetzt hier ganz leise, ganz leicht, nicht leise, was ist denn mal los? Ist zu viel Kaffee wahrscheinlich. Ich gehe mal ein bisschen ran, vielleicht seht das ja im Video. Dieses triangulare Design, das setzt sich halt nach hinten fort. Ich habe es dann nochmal zusätzlich ein bisschen betont, weil eigentlich sind da sowas wie Dreieckswolken übereinander, die nach hinten ins Nichts verlaufen quasi. Und diese Dynamik so ein bisschen aufzunehmen und nicht nur diesen Löwenkopf zu haben. Und das ist allerdings, weil der Trailer so glänzt, geht da ein bisschen, verschluckt er ein bisschen was. Also es geht ein bisschen was verloren. Ansonsten habe ich den hessischen Spruch so ein bisschen aufgenommen: Löwen im Herz. Natürlich für uns als Trucker, als virtuelle Kohlenwasserstoffverwerter, Diesel im Blut, ne, ist auch ganz klar. Und wir haben natürlich, diesem Motto muss ich auch treu bleiben, hier beim Nordhessen-Liner. Wir haben natürlich den Lämpchen-Liner, also wenn der an ist, dann leuchtet das, was nur geht. Oben am Dach habe ich die. Das wird das, was ihr wahrscheinlich im Thumbnail sehen werdet. Ja, so machen wir das, oder? Machen wir das. Machen wir ein bisschen. Und so, machen wir das, jawohl. Das Dach habe ich ein bisschen leichter gemacht, weil ich brauche einfach, wenn ich mal wieder Richtung Schwerlast gehe, was auch Borg mir hin und wieder auch schon mal angeboten hat. Naja, ihr wisst ja, Süditalien, wobei das war, ne? Da hat sich ja, der Jan auch nochmal entschuldigt, war ja auch nicht über Borg, aber die haben hin und wieder auch mal so eine Ladung und haben allerdings die Zugmaschinen nicht dafür. Und ja, mit dem hier als Dreiachser hätte ich eine passende Zugmaschine dafür. Deswegen habe ich oben die ganze Lampenfront auf eine Etage gezogen. Große Tröten drauf natürlich. Und wir haben oben eine Rundumleuchte. Ich habe aber zusätzlich nochmal vorne am Führerhaus hier diese links und rechts eingefasst, neben dem Scania. Das sind auch Strobe-Lights, die auch nochmal zusätzlich mit flackern, sagen wir es mal so. Ja, ansonsten ist das eigentlich alles ziemlich gleich geblieben, wobei ich die Front eher auf weiß gezogen habe mittlerweile mit den Lichtlein und die an den Spiegeln sind weggefallen. Dafür sind weiße Popeyes drunter gekommen. Ja, ansonsten viele Lampen haben wir neu gemacht, weil die Chance haben wir einfach mal genutzt, dass das hier mit dem Trailer ein einheitliches Bild ergibt. Die leuchten jetzt alle schön gelb. Ja, ansonsten wollte ich dem System oder sagen wir mal dem Erscheinungsbild des Nordhessen-Liners eigentlich schon treu bleiben. Reifen sind teilweise hinten noch neu, die Antriebsachse, die war schon mächtig fertig. Ja, ansonsten hinten neuer Schmutzfänger, der alte war schon so eingerissen und so weiter. Ihr wisst, da stand The One and Only drauf. Vielleicht, ja, wenn ich mal Zeit habe, setze ich mich mal hin oder guck mal, wo es die gibt. Ansonsten vom Trailer her, ja, hier sieht man es nochmal, ist eigentlich alles soweit gleich geblieben. Da war auch nicht so viel zu machen. Wir mussten halt nur alles umschreiben und die Dateien nochmal neu formatieren, das auch passen. Ja, ansonsten haben wir hinten halt dieses, das hatte ich wieder nochmal mit aufgenommen.
von unten nach oben. Hier sieht man es vielleicht ein bisschen besser, diese triangulare Wolke, die von unten nach oben verschwindet. Transat-Symbol drauf, und das wird jetzt alles so bei meinen Trailern immer kommen. Diese Passion Euro Truck Simulator Logo hinten drauf. Ja, das ist ein Muss einfach, um auf unsere Gruppe hinzuweisen. Ja, ansonsten, wir sind voll, wir haben 18 Tonnen. Der LKW sieht aus, wie er aussieht. Ich würde mal sagen, ne, lass mal brüllen im Sinne des Löwen und lass mal fahren im Sinne des Diesels. Ja, was auch noch neu gekommen ist, das habe ich fast ein bisschen verschluckt hier. Das ist natürlich ein neuer Windshield, der dem Ganzen so einen etwas böseren Blick insgesamt verleiht. Und ein entsprechender Stoneguard vorne. Jo, finde, das passt eigentlich alles insgesamt ganz gut. Innen gewohnte Optik, so wie wir es kennen, mit dem Tischchen. Kaffeemaschine habe ich endlich eine richtige hier rechts drinne, weil wenn es natürlich in der Giulia drin ist, möchte ich das hier auch haben. Rosi ist natürlich mit dabei, die schnuffelt hier ein bisschen. Und ja, meine entsprechende Kopfbedeckung muss natürlich auch mit dabei sein. Ihr wisst ja, mein Cowboy-Hut habe ich immer mit dabei. Und ansonsten hier meine Zeitschriften abgelegt. Informiere mich natürlich immer weiter Richtung Schwertransport, weil ihr wisst, das ist ja das, was ich eigentlich mag. Ansonsten habe ich mir mal hier von den Zügen, die ich mal hatte, hier, den hatte ich vom Kai Skov abgekauft. Das war der Gliederzug, früher vor der großen Pleite. Schönes Fahrzeug, S500. Dann haben wir hier, ja, ne? Das wird auch das Eingangsfoto werden, dass der für den Kalender werde ich das Foto vorne verwenden. Wahrscheinlich ist es dieses hier vom Ostseeliner. Und dann haben wir hier natürlich noch einen Kasselliner, den DAF XT. Ja, ach, schöne Fahrzeuge, die erinnern mich mal auch immer so ein bisschen daran an früher. Und das war nicht verkehrt. Aber ich würde sagen, wir setzen uns in Bewegung. 9:31 Okay, schon. Dürfen andiamo. auch langsam. Ah, jetzt kommt der. Jetzt. Ach ja. Schick, 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 schick. Oh, oh ja. Ja, so muss es sein. So macht Spaß. So, ich denke aber, da können wir ruhig in einer kleinen Zweiern fahren. Ja, macht damit 18 Tonnen locker bei dem Motor. So, schauen wir, dass wir hier rechts rauskommen. Voltare a destra. Herrlich, herrlich, wir sind wieder unterwegs im V8-Scan hier, im eigenen. Tenersi a Ah. sinistra e poi voltare a sinistra. Eine Sache müssen wir natürlich noch machen, weil das italienische Navi, das gehört natürlich woanders rein. Das geht ja mal gar nicht. Nein. Das geht mal. Sind wir in Audio? Nee, Grafik, bin ich verrutscht gerade. So. Mal was. Deutsch Helga. Ich weiß nicht, ob der Helga. Wir machen mal Deutsch Google. Ich denke, dass das hoffentlich passt. Bitte links abbiegen. Und ich finde halt dieses Opti-Cruise-Säuseln, das passt am besten zum Nordhessen-Liner. Diese harten Schläge, die möchte ich hier gar nicht haben. Aber ich merke, dass ich, das gibt es dann in der nächsten Sendung, weil bevor ich jetzt hier wieder rumbastle, das möchte ich nicht. Ist noch nicht mein geänderter Soundmod. Ah, es kommt dann noch. Kommt in der nächsten Sendung. Jetzt lassen wir erstmal zusehen, dass wir hier ganz in Ruhe cruisen können.
Jetzt werden wir vorher noch mal ganz kurz gucken, dass die Route auch passt, weil manchmal macht das Navi ja auch hier ganz komische Sachen. Ja, das sieht aber, das sieht gut aus. Na los. Na komm, das siehst du locker. Im Straßenverlauf folgen. Na gut, dann machen wir das mal. Oder sehr näselnde Stimme. Bitte rechts abbiegen. Von der Tour hat es gleich was wie vom Anfang damals, von The Very Beginning. Da ging es auch erstmal schön in den Süden. Da war ja dann so Dijon eigentlich mein Hauptfahrgebiet. Hätte ich auch gerne gehabt wieder, aber es gab einfach keine Tour dahin. Und naja, dann ist es Wasserla. Dann ist es halt einfach nicht. Da kam auch gerade wie aus dem Nix hier. Na, das. Kinder, ihr wisst, zu Hause ist einfach zu Hause. Das ist. Da ist Home einfach Sweet Home. So, 85 einloggen. Dann lassen wir mal einfach ein bisschen rollen. Schön, schön, schön. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, was natürlich auch noch drin ist, ist ein neuer Motor, hatte ich euch ja erzählt. Das war doch durch den Crash. Bitte rechts abbiegen. Gab es schon vorne am Führerhaus, also das viel ersetzt. Viel ersetzt mittlerweile. Doch mächtige Deformationen. Dann durch vorne in die 1 und die 2, also links und rechts. Tatsächlich einfach in den Kühlwasserumschluss regelrecht Schrauben reingedrückt. Du bist da links, du siehst mich auch, ne? Ja. Und dadurch hat es keinen Sinn gemacht, diesen Motor wieder aufzubauen. Hätte natürlich gerne drin behalten, einfach um Kosten zu sparen, weil das Buppele hat mich hier jetzt mittlerweile fast 70.000 Euro gekostet, der Wiederaufbau. Da kriegst du eigentlich schon 9. Aber halt nicht als Zug und natürlich auch nicht als Nordhessenliner, und du weißt auch nicht, wie die Leute damit gefahren sind. Das heißt 9, also einen gebrauchten, ja, einen gebrauchten im Markt. Du weißt aber nicht, wie die Leute damit gefahren sind, und naja, das ist irgendwie der Truck für mich, der auch viel von der Transart mit ausmacht. Und deswegen war es mir auch wichtig, den wieder aufzubauen. Ja, das war keine Vernunftentscheidung mehr, das war einfach eine Herzensentscheidung. Weil ich mich schon gefragt hatte, so nach diesem ganzen Crash, machst du weiter? Ja, wie machst du weiter? Das war dann erstmal im Iveco, dann stand ja der Scania jetzt erstmal rum. Den haben wir ja dann zusammen in Laubis Werkstatt wieder aufgebaut.
hatte einen Auftrag von mir bekommen. Und da war so viel kaputt nachher. Das war dann schon eine Entscheidung, wo ich eine Weile grübeln musste, aber wo dann am Ende des Tages die Entscheidung wiederum leicht war, als ich sie getroffen hatte. Weil eigentlich hat es mich doch die ganze Zeit vom Bauch her dahin gezogen. Weil Leute, wir haben mit dem LKW hier unser erstes Geld verdient. Der war immer da, immer an Rückgrat der Firma. Und ja, und so soll es auch bleiben. Bitte rechts halten. Das Einzige, was ich gemacht habe, ihr wisst, das ist ja kein Problem. Ich hätte die Kilometer wieder herstellen können. Wir haben halt mit neuen Motor und so weiter, haben wir jetzt quasi Nordhessenliner so neu aufgelegt. Und dann Ausfahrt rechts. Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Wir müssen erst noch Freunde werden. Hier mit Claudia oder wie sie heißt. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, ja, quasi als Symbol des Neuanfangs mit diesem Zug jetzt. Dafür steht natürlich auch die Julia, das ist auch ganz klar. Habe ich jetzt die Kilometer genullt. Das heißt also, wir fangen hier mit diesem Fahrzeug bei Null an. Denn neuer Motor ist neuer Motor, also das ist ein fabrikneuer Motor auch hier. Deswegen ist ganz gut, dass wir erstmal in die Berge gehen, denn der muss noch eingefahren werden und da sollte man ihn möglichst nicht im Gleichlauf schonen. Was ich gar nicht brauchen kann, ist, wenn jetzt die Polizei vorbeispringt und ich ordentlich was einstecken muss. Und deswegen seht ihr halt unten dann die 148 Kilometer. Wie habe ich es vermisst, wie habe ich es vermisst, dieses und diese unsynchronen Vibrationen vom V8, die hat ja nur einen V8 Motor. Das ist ja eigentlich nicht das allerbeste, was jetzt Laufruhe angeht, das beste Motorenprinzip, aber es ist einfach, es gibt dir, was das Drehmoment angeht, in der Fülle gibt es natürlich nochmal eine ganz andere Souveränität als im Sechszylinder. Und Dann geradeaus weiterfahren. Oh, Alter. Im Straßenverlauf folgen. Oh, ja, mache ich. Da muss ich noch ein bisschen ausprobieren, welche Geräte da am besten zu mir passt. Wie so ein Dampfer. Ach Leute, ich hab's so vermisst. Ich hab so vermisst. Ach ja, schön. Es ist einfach nur schön. Bitte links halten. Das ist ein absolutes Muss, dass ich jetzt im Trucker-Treffen auch nach Soltau fahre. Und dass wir einfach ein bisschen V8s philosophieren können zusammen. Andere Maschinen angucken. Ja, habe ich auch mit der Julia gerne gemacht, aber ach, der NH ist einfach der NH. Also Nordhessen-Liner. Ah, tut das gut. Das ist wie, wisst ihr, wie so Seelenbalsam, ne? Honig auf die gestressten Nerven. Dieses nach vorne stampfen, dieses Souveräne. Oh.
Ah, ich liebe es, ich liebe es. Das kannst du auch die ganze Zeit anhören. Diese harten Schläge teilweise, die ich dann höre bei manchen V8-Motoren, das hängt immer davon ab, wie gestaltest du die Klappe, wie lang ist der Auspuff im Wesentlichen, welchen Durchmesser, also L-zu-D-Verhältnis. Und aber die harten Schläge würden mir irgendwann, das hört sich auch gut an, aber das wird mir irgendwann auf längerer Fahrt, würde mich das doch stören. Oh, der sah schick aus. Und schöne Grüße an Sven an der Stelle, ne? M1. Und aber hier dieses Säuseln, dieses leichte Stampfen, das kannst du einfach die ganze Zeit hören. Da geht dir jedes Mal das Herz auf, wenn du anziehen musst. Dieses Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop. Dann machen wir mal kurz jetzt hier. Ja, das hier. Oh. Einfach nur himmlisch. Himmlisch. So, also machen wir uns mal die Rechte hier. Ich muss mal über G-Traffic jetzt mal den Verkehr ein bisschen hochnehmen hier. Das, diese verwaisten Straßen. Das machen wir alles, wenn wir jetzt da sind. Ja. Dann mache ich mir nochmal die Einstellung, fahre nochmal ein bisschen Probe auf einem anderen Profil und dann. Mit rechts halten. Wie, was? Ah, okay. Sorry. Was ist denn das für ein Auto hier hinter mir? Ah, Scooter. Oh, runter, runter mit dem Speed, sonst liegen wir gleich auf der rechten Seite. Die große 6, die ist so schön lang übersetzt. Wir fahren ja mit 87 bei knapp 1000 Umdrehungen. Das heißt, wir sind auch schön auf dem Plateau drauf. Ich habe die Drehmomentkurve auch mal gleich so ein bisschen angepasst, entsprechend für so einen Hubraumriesen. Die war doch sehr grob vom Kriechbaum. Dass man gerade halt die Schwungmasse und das hohe, den hohen Hubraum und das Drehmoment gerade so untertourigen Bereich auch gut nutzen kann. Indem ich sehen könnte, das Gesicht, also die ganze Zeit so ein breites Grinsen drauf. Einfach nur. Aus. Sieht das nicht gut aus, Leute? Also ich finde, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Das ist halt Tom Diesel-Style. Ne? Das ist kein Holland-Style oder so, sondern das ist halt... Warum habe ich immer solche Masten hier im Hintergrund? Was ist eigentlich los? Ich meine, für die Bildgestaltung hier, diese Linien, ne? Goldener Schnitt und so, sind schon nicht schlecht, aber immer diese Masken hier. Nee, so... Ich glaube, das mit dem hellen Hintergrund, das ist vielleicht sogar ein bisschen besser als Eingangsfoto, weil so dürft ihr ruhig schon sehen auf dem Thumbnail. Das ist in Ordnung, finde ich. Vollkommen in Ordnung. Dass man Löwen hier ein bisschen mehr sieht, ja. Ich finde, das sieht einfach noch geil aus. Aber gut, wenn ich das nicht selber finden würde, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Haben erst die Hälfte runter. Ja. Also hier ist es wieder drinnen sitzen und eigentlich zufrieden sein, dass man noch ganz, ganz viele Kilometer vor sich hat. Das ist Nordhessen Liner für mich. Ja. Oh ja. Yeah.
Ich muss noch gucken, dass ich dann zum Freitagabend hoch nach Soltau komme. Das ist eigentlich, das habe ich mit Kai schon besprochen, dass der mich da hochlotst. Der sagt, er versucht's, aber er kann es nicht versprechen, aber er versucht's, also tut sein Möglichstes. Habe ihm auch von der Wichtigkeit natürlich berichtet, also das ist auch ganz klar, ne? So, Trucker-Treffen, schaffe ich das nicht, bringe ich dir demnächst nichts mehr mit für die nächsten 2 Wochen. Weil länger halte ich das nicht durch, kann ihm da nicht länger böse sein. Was heißt böse sein? Ihr wisst, wie ich es meine. Alles auf eine freundschaftliche Ebene. Ach, schön. Schön, schön, schön. Mein Blümchen ist auch wieder dabei, da vorne und da an der Windschutzscheibe. Ich habe so ein kombiniertes Telepass-System. Da kann man alles mitmachen. Ja, und ich finde einfach so ein bisschen was Grünzeug oder irgendwie was Positives, wie so ein paar Pflanzen, die gehören einfach auch so ein bisschen ins Auto. Also nicht alles nur böse. Ja, und zur Liege haben wir natürlich eine Transrad, zum Diesel Truck TV. Bitte links halten. Da oben der Monitor, das kennt er ja alles noch. Deswegen habe ich das jetzt auch alles groß nicht erklärt. Ach, der arme Marian, der Benz fahren muss. Das saß nämlich auch hier in meinem Simulator. Also jetzt, wir haben uns mal besucht, weil ich habe Marian nämlich Reifen besorgt. Und dann kam er die abholen mit seiner Frau. Schöne Grüße auch an dieser Stelle an euch beide. Und saß dann hier drinnen im Simulator, natürlich erstmal mit einem riesen Monitor und so weiter. Wer auf Facebook vernetzt ist, der hat vielleicht auch das Foto gesehen. Und dann saß er so drinnen und meinte nur, ach, ich will auch wieder Scania fahren. Obwohl der MP4 echt gut ist, den er da hat. Das ist ein schönes Auto, ich glaube auch ein 580er. Also auf jeden Fall die große Maschine drin und ordentlich Drehmoment auch. Aber ja, ihr wisst ja selber, Marians Einstellung, wenn er Scania kriegen kann, dann nimmt er auch einen und dann möglichst auch V8 und möglichst sogar, da habe ich eine andere Einstellung dazu, ich finde hier die 580 PS, die sind mehr als genug. Er sagt halt auch im 40-Tonnen-Verkehr, wenn du viel Berge fährst, dürfen es ruhig 37 sein. Ja, wenn man es sich leisten kann, gönne ich es jedem, wirklich. Ich gönne jedem seine große Maschine. Ich kann es mir halt nicht, einfach nicht leisten und ich finde es für mich halt auch einfach nicht notwendig, weil dann müsste ich halt ein neues Auto kaufen, ein 37er. Und ehrlich gesagt, ich habe es jetzt hier auch in dem Auto noch nie vermisst. Hat immer diese Fahrt über 2 Tage, wisst ihr vielleicht, im Osten über Borg mit dem 750er Volvo, dem FH 16. Das Ding ist natürlich eine Macht, ne? Gerade mit dem Automatikgetriebe. Das ist unfassbar, wie der nach vorne geht. Ich kann mich da noch erinnern an diese eine Situation, da war man neben so einem anderen Lastzug. Da habe ich einfach durchbeschleunigt und bin an dem vorbeigezogen, habe vorbeibeschleunigt wie an so einem PKW. Also wie ein PKW. Voll ausgeladen. Und ja, das war schon ziemlich geil. Also muss ich auch sagen. Aber jetzt hier in meinem Handschalter 580 PS. Hauptsache ich habe meine Euro 6, weil die ist drinne wieder. Das war wichtig vom Motor her. Und ja, um die 500 PS. Vielleicht hier natürlich deutlich drüber, aber viel wichtiger ist mir hier das Drehmoment von 3000 Newtonmetern, die macht das. Das ist halt auch möglich, dass wir hier mit 1000 Umdrehungen bei 85 rumfahren. Ging mit der Giulia auch, aber das hält er halt länger am Berg. Das merkst du halt. Da ist noch was zum Kaffee da. Schaut mal hier, 31,4 Liter. Ui, das hat man doch letztens auch hier mit der Julia, könnt ihr euch noch erinnern?
war ich doch schon vorbei und ist mir so ein PKW rechts reingezogen ins Blechle. Ist nicht viel passiert, also nur einen Spiegel berührt. Das Geld habe ich ihr dann. Das fand ich gut von dem Besitzer, von dem Auto, also von dem Autofahrer. Habe ich sehr schnell zurückbekommen. Das lief also ohne Probleme. Aber hatte hier ist. Ah, hier XP. Sehr schön. Sehr schön. Ja, da muss ich mir mal Gedanken machen, auch die Woche schon. Ich stehe aber im engen Kontakt mit dem Daniel. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch von euch an ihn. Der hat ja bei mir den DAF XF 105 gefahren, den Ederseeliner. Und ja, das hatte ich glaube ich schon mal angerissen in einer der letzten Folgen, dass der Daniel gerne zurückkommen würde. Er sagte, sobald es geht und sobald du es kannst, würde ich gerne wieder für dich fahren. Ja, und jetzt gäbe es halt die Möglichkeit, ich habe ja die Julia und verkaufen mag ich sie nicht. Sondern ich habe eigentlich für mich den Entschluss getroffen, ich habe jetzt eine ganze Zeit so eine One-Man-Show hier geschoben und da war, dafür steht auch für mich der Iveco. Happened here, also was ist los mit euch, Kinos? Oh, dann auch noch so ein schöner, ach nee, so ein Mustang hier verballert. Ach Mensch, dir darf man kein Auto in der Hand geben, das gibt's doch gar nicht. Wahrscheinlich mit dem Drehmoment auf der Hinterachse nicht klargekommen. Ja, und sagte ich, du, die Julia ist frei, überlegst dir, dann. Und wenn ich jemandem die Julia geben würde, dann dir. Weil an dem XF, ihr wisst, den hat er gepflegt. Bis zum geht nicht mehr. Bis zum geht nicht mehr hat er den gepflegt. Und deswegen Julia wäre bei ihm in guten Händen. Ich hatte vorher auch noch jemand anders in der Bewerbung, aber der wollte unbedingt Scania fahren. Ja, und das war ja dann nicht möglich. Also dann meinem NH will ich schon immer selber fahren. Das ist ganz klar. Und ich kann das auch ein Stück weit verstehen, wenn man unbedingt, war noch, ist ein junger Bursche, wenn man da unbedingt Scania fahren möchte und sich da seinen Traum wahr machen möchte, dann ist das halt so. Dann wird man bei mir aber auch nicht lange glücklich, wenn man auf ein Iveco fahren muss. Und deswegen ist kein Problem, wir sind nach wie vor gut bekannt miteinander und ich habe da auch überhaupt kein Problem damit. Und beim Daniel weiß ich ja auch, wer kommt und wer fährt. Mir ist auch ganz recht so, das meine ich jetzt mal spieltechnisch, weil ich kann dann natürlich auch sehen, in-game, wo der Daniel dann ist. Und dann rechts. Und das ist ja beim menschlichen Fahrer leider noch nicht möglich. Ja, bitte so ist gut. Abbiegen. Insofern kann ich dann auch die Vorzüge von 1,36 so ein bisschen mitgenießen. Ja, aber auch an dieser Stelle schöne Grüße an dich. Ich sage den Namen jetzt mal mit Absicht nicht. Du weißt ja, wer gemeint ist. Ne? Aber ich wünsche dir auch mit deinem Zug viel, viel Spaß. So, Schweiz will ich mal wirklich darauf achten, dass wir wirklich nur die 80 drauf haben. Also höher geht der Tempomat jetzt nicht.
Ohne einzuschlafen natürlich. Oh, da haben wir heute gut geschafft, ne? Mit rechts halten. 9 sind wir los. Ja. Ungefähr da. Passt. 9 Stunden Fahrzeit. Optimal. Dann kann ich mich auch beruhigt heute hinstellen, weil wenn dann die allgemeinen Kosten abgezogen werden bei 434, wäre ich gleich im Minus. Und so sind wir dann im Plus. Muss ja auch rechnen, ein bisschen Sprit wäre ja hier der Dicke auch, ne? Ich komme mal 2 der Durchschnitt schon runter, also. Bitte links halten. So, fahren wir gleich mal links. Thun, Bern. Ja, Bern wollen wir ja, ne? Genau, Supse. Wird das so ausgesprochen? Bern-Supse? Aber wir sind hier im nördlichen Teil der Schweiz, deutsch sprechend. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts. Hm. Ausfahrt rechts. So, jetzt machen wir mal langsam. Ja, schön lang. Herrlich. Ach, Promos, ihr seid die Besten. Ist das genial geworden. Hat wirklich was hier von Schweiz in diesen engen Orten und dann diese Überfahrten immer alles aus Beton. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Bitte rechts abbiegen. Oh, wie habe ich das vermisst, dieses Ransäuseln. Ja, und der Nordhessenliner ist halt auch allein von der ganzen Datenbasis deutlich kleiner und schlanker geworden. Also Reiseziel erreicht. Ist auch nochmal viel Arbeit reingegangen. So, wo dürfen wir? Wo sollen wir? Einfach hier so oder wie? Okay. Moin! Wo ihr. Ich hab Fisch für euch. Frischen sogar. Ach, komm doch mit Stapler ran, alles klar. Gut. Ein bisschen gerade wollen wir hier schon, ne? Also, das ist für die Transat hier. Bremse rein, Bremse aus, Motor aus und aussteigen. So, wunderbar. Ah, einfach schön. Und die Lichtstimmung, das passt so gut dazu. Ach, ach Kinos. Kinos, ich komme schon wieder in den Fotomodus. Es gibt ja auch eine, tatsächlich einen Zug, der heißt, und ich bin mal gespannt, wer bis hierhin geguckt hat und ob das irgendwann in den Kommentaren kommt, weil dann weiß ich nämlich, die Leute haben nicht bis zum Ende geschaut. Es gibt einen Zug, der heißt Lionheart und das ist auch ein Scania. Auch Löwe drauf vorne, ganz vorne, über die ganze Front geht da so eine Löwenoptik drüber. Und der heißt auch Lionheart, da habe ich den Namen her. Das muss ich wirklich sagen. Also das Löwenmotiv weniger, weil das ist komplett anders. Den habe ich ja später gefunden, Scania Löwe, weil ich dann doch mal schauen wollte. Und da habe ich diesen Lionheart gefunden. Das ist, glaube ich, ein Kühlzug. Da kannst du halt noch gut Geld verdienen. Und
Das heißt also, es gibt auch in der Realität Scania mit Löwenmotiven drauf. Es ist also nicht nur MAN vorbehalten. So. Gut, wunderbar. Dann sollen sie mal, ne? Bereit, wenn sie es sind. Ein bisschen Leber, ne? So, wunderbar. Keine Abzüge, 1.000 € aufs Konto, das tut gut. Haben sie was, wo ich noch vernünftig weiterfahren könnte? Hat er das gut? Keiner was für mich? Düsseldorf, Lyon. Nee, das ist zu schnell. Karlskrona geht. Wäre wieder zurück. Dijon. Wann soll das da sein? Heute Nacht? Nee, das sieht nicht gut aus. Nein, 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 nein. Schweden auch nicht. Nee, 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 das geht mir auch zu weit weg. Turin ist, ja doch, das könnte man schaffen, bis zum Wochenende wieder hoch. Wann soll denn das da sein? Auch, nee, ich muss jetzt in meine Ruhezeit. Und dann gucken wir nämlich mal, wo wir uns hier hinstellen dürfen. Aber ich glaube, ich bleibe hier stehen. Ich bleibe hier stehen. Lass uns mal gucken. Da habe ich jetzt gar nicht so einen Ausschau nachgehalten. Wir müssen ohnehin erstmal den Schweller wieder zumachen. Direkt mal eben mit dem Kollegen sprechen. Moin. Sag mal, kann ich hier eventuell mal eine Pause machen? Die große. Ja? Wo? Ist ein bisschen eng, ne? Und wenn ich ihn da vorne noch ein bisschen ranziehe und stehen lasse? Das ginge? Alles klar, super. Danke. Gut. Bis dahin, ne? Servus. Jo, machen wir das so. Dann ziehe ich ihn einfach hier vorne ein bisschen raus. Aber ein bisschen Zeit. Kann dann mit Kai sprechen. Und, ach hier ist Upsel, guck. Aha, okay. Also mir sagt das nichts. So, dann zerk mal hier noch ein bisschen nach hinten und dann zerk mal nach rechts. So. So. Lämsche an. Ist denn auch von außen alles an? Moment, dann müssen wir mal kurz gucken. Habe ich es mir gedacht, ne? Wahrscheinlich wieder hier kleine Änderungen vorgenommen. Ist ja dann üblich. So, wunderbar. Ach so, ihr seht dann jetzt mal mit Licht, ne? Ja, in der Nacht wirkt das ziemlich cool. Ich habe es jetzt auch mal die Lichtfarben zum Trailer hin angepasst. Vorher war das eher so orange an der Zugmaschine. Und das haben wir jetzt mal angepasst. So, Liftachsen hoch. Warten wir noch kurz. Gut, Bremse aus. Glaube ich ganz gut, oder? Wir stehen ja sauber am Dings. Mal Bremse rein, aber ich meinte, das müsste jetzt gut so passen. Warnblinker aus, Lämpchen aus und Zündung. So, Tür. Ah ja, so kann man stehen lassen. Das ist in Ordnung. Ja, Freunde, dann würde ich mal sagen, für heute, das war ein guter Tag.
gute erste Runde. Auch irgendwie eine erste Runde, die mich an die erste Fahrt halt mit Nordhessenliner damals mit YouTube erinnert. Wenn ihr Lust habt, guckt da ruhig nochmal rein in die erste Folge. Ich meine, da ging es auch so Richtung Dijon runter. Schöne Tour, finde auch. Ich fahre das nach wie vor total gerne da runter, weil es mich natürlich auch daran erinnert, dass das mit zur ersten Tour gehört. Und ich bin froh, wieder hier drin zu sitzen. Das könnt ihr mir glauben. Wirklich, wirklich, das macht wieder richtig Spaß. Dieser Druck auch von den Achtzylindern im untertourigen Bereich. Herrlich. Ja, dann würde ich mal sagen, ich habe ja noch ein bisschen zu tun. Ich wollte am Sound wollte ich noch was machen. Ne? Und was wollte ich denn noch? Irgendeine Sache, ach, ich glaube Navi-Stimme eventuell. Ne? Muss ich mal aufschreiben. Sound, Navi-Stimme. Was war es denn noch, Mensch? Ja, wird mir bestimmt gleich wieder einfallen. Insofern, wenn es euch gefallen hat, Däumchen waren Träumchen. Ich würde mal sagen, the boss is back. So wird auch die Folge heißen. Und das ist einfach mein Boss. Ihr habt sicherlich eure eigenen und so weiter. So, aber hier für die Transart ist es so, erstes Fahrzeug, V8 Scania. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dahin, euer Tom. Ciao.